Ja, schönen Gruß hier aus Annaberg, Lungötz, der Heimat von Marcel Hirscher. Und jetzt, wie wir schon gehört haben, gibt es da absolut heiße News, denn der ehemalige ÖSV-Superstar Hirscher gibt ein Sensations-Comeback im alpinen Skiweltcup. Der mittlerweile 35-Jährige kehrt im kommenden Winter für eine Saison in den Skizirkus zurück, und zwar nicht für Österreich, sondern für die Niederlande, also für Holland, das Geburtsland seiner Mutter. Der österreichische Skiverband bestätigte heute auch diesen Nationenwechsel seines ehemaligen Superstars. Generalsekretär Christian Scherer vom ÖSV bedauerte diese Entscheidung jedoch, einen Nationalwechsel zur niederländischen Skivereinigung zu beantragen, sehr. Aber schlussendlich hat er dies auch mitgetragen. In den letzten Tagen hat es verschiedene Gespräche mit Beteiligten gegeben, in welchem auch der ÖSV informiert wurde, dass sich eben Marcel Hirscher einen Wiedereinstieg in den internationalen Skizirkus vorstellen könne, erklärte Scherer bei einem Telefonat. Hirscher hatte im September 2019 ja den Schlussstrich unter seine schillernde Karriere gezogen. Der Salzburger ist mit insgesamt 8 großen Kristallkugeln Gesamtweltcup-Rekordsieger. Neben 7 WM und 2 Olympia-Goldmedaillen feierte er 67 Weltcup-Einzelsiege und holte zudem 12 kleine Kristallkugeln, je 6 im Slalom und Riesentour auf Weltcup. Der Weg zurück ist allerdings weit. Hirscher ist aktuell nur mehr die Nummer 850 der Weltrangliste. Er will im Sommer FIS-Rennen in Neuseeland bestreiten, um die nötigen Punkte für einen Start im Weltcup zu sammeln. Im Riesentorlauftraining soll er dem Vernehmen nach jedenfalls gut mit den aktuellen ÖSV-Assen mitgehalten haben. Trotzdem soll man sich nicht allzu viel erweisen, so fand ihr Renndirektor Toni Giger. Man darf keine überzogenen Erwartungen aufbauen, weil es ein Einstieg auf FIS-Ebene ist, nicht mehr und nicht weniger, erklärte Giger. Die Chancen, seine eigene Marke Van Dier noch weiter zu bewerben und im Rennbetrieb zu testen und natürlich auch weiterzuentwickeln, ist auch ein möglicher Anreiz für Hirschers Comeback. Dazu steht die alpine Ski-WM, die in der kommenden Saison in Salzburg, in Salbach Hinterglemm und damit in Hirschers Heimatbundesland Salzburg auf dem Programm, und das will er sich vermutlich nicht entgehen lassen. Aber es gibt auch schon einige Unkenrufe. Die einen sagen, er will nur seine Skimarke promoten und dass die bekannter wird, dass er da mehr Absatz hat. Und die anderen, die sind enttäuscht, die sagen, warum? Er war unser österreichischer Skiheld, er war der Skifahrer unserer Nation, und jetzt auf einmal geht er nach Holland, in die Niederlande, und startet für die Niederlande. Das stößt bei vielen auf Kopfschütteln, aber wie gesagt, er wird seine Gründe dafür haben.